Beim ersten Aufruf von 10x8 Chess wird automatisch der Menübildschirm aufgerufen, indem wir unsere erste Partie erstellen. Wir stellen die Sprache auf Deutsch um und wählen aus den Voreinstellungen Capablanca aus. Das ist momentan grün gekennzeichnet. Die stellt das Brett so auf, wie es die Variante Capablanca Chess vorgibt. Der frühere Schachweltmeister Capablanca gilt als Vorreiter des 10x8 Schach und hat diese besonders geeignete Aufstellung favorisiert. Tippen wir nun auf Weiter, sind wir bereits im Spiel. Schauen wir uns die weiteren Möglichkeiten zur Partieerstellung an. Dazu wieder aufs Menü. Mensch gegen Computer lässt sich auf Mensch gegen Mensch umstellen. Das es uns ermöglicht, beide Seiten des Brettes zu spielen, zum Beispiel um Varianten zu testen. Noch weiter, machen wir ein paar Bauernzüge, können beide Seiten jetzt bedienen, probieren wir mal ein bisschen was aus, ziehen wir mal den Läufer. Im Spiel lässt sich jederzeit der Computerspieler wieder aktivieren, das ist diese CPU-Taste. Jetzt mache ich mit Weiß meinen Zug und jetzt reagiert der Computer. Die Wahl der Spielerfarbe dreht das Brett so, dass der Spieler immer die untere Position einnimmt. Die Spielfarbe kann auch während einer laufenden Partie gewechselt werden. Die sehr beliebte Grundaufstellung Zufall, direkt unter Capablanca, führt uns zu einer zufälligen Aufstellung in den Grundreihen. Grundreihen mit den einzelnen Figuren. Es ist eine Capablanca Random Variante, aber ohne weitere Einschränkungen. Diese Aufstellungen lassen sich auch jederzeit manuell ändern. Dazu haben wir diese Manuell-Taste. Die manuelle Aufstellung gibt freie Hand, welche Figuren und wie viele aufgestellt werden. In dem manuellen Modus haben wir auch Zugang auf die erweiterten Optionen. In diesem Bereich. Das linke Brettsymbol erzeugt als Vorgabe eine Capablanca Chess Grundstellung. Wie jetzt. Mit dem rechten Brettsymbol fegen wir das Brett leer, was besonders für Endspielstellungen hilfreich ist. Tippen auf den weißen oder schwarzen König stellt ein, ob die betreffende Farbe noch das Rochaderecht besitzt. Probieren wir das mal aus. König und ein Turm, anpassende Position. Und jetzt können wir die schwarze Rochade aktivieren. Geben wir das Recht dazu. Schließlich können wir noch bestimmen, welche Farbe am Zug ist. Die einzelnen Figuren werden mit dem Finger auf das Brett gezogen. Soll eine Figur entfernt werden, so zieht man diese wieder vom Brett runter. Schauen wir uns mal den Turm an, den werfen wir mal runter. Figuren dürfen auch öfter aufgestellt werden, als es üblich ist. So sind Aufstellungen mit 4 Springern. Machen wir das mal. Mal auf der rechten Seite noch 2 dabei. Genauso möglich wie zum Beispiel 2 Kardinäle. Die sollen jetzt diesmal in Schwarz aufgestellt werden. Die einzigen Beschränkungen dabei sind, jede Farbe hat genau einen König. Der König der Farbe, die nicht am Zug ist, darf nicht im Schach stehen. Wir müssen mal diesen Fall konstruieren. Der Turm bedroht den schwarzen König, weiß ist aber dran, könnte jetzt den König schlagen, das ist falsch, drücke ich auf Weiter, bekomme ich dann die Meldung, die Könige sind nicht korrekt aufgestellt. Um eine spätere Rochade durchzuführen,
muss der König und mindestens ein Turm auf der Capablanca-Position starten. Machen wir den schwarzen König. Der Turm. Schwarz darf jetzt eine Rochade machen. Jetzt mal dargestellt mit einem Turm an der falschen Position. Hier dürfte ich jetzt keine Rochade mehr machen. Die erstellte Aufstellung können wir unter eigenem Namen speichern, um sie vielleicht bei der nächsten Partie zu verwenden.